Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen heute einen kurzen Einblick in mein Promotionsprojekt geben zu können. Im Rahmen des Projekts beschäftige ich mich mit den Erfahrungen, die Menschen machen, wenn sie flüchten und als sogenannte Flüchtlinge oder rechtlich korrekter gesprochen als asylsuchende Menschen nach Österreich kommen. Konkret beschäftigen mich dabei folgende Fragen. Was erleben geflüchtete Menschen, wenn sie nach Österreich kommen? Welche Erfahrungen machen sie? Und wie gestaltet sich die erste Zeit in dem neuen Land und dem neuen Kontext Österreich für diese Menschen? Mein Projekt fußt dabei auf einer sozialwissenschaftlich-biografischen Herangehensweise und es geht mir hierbei um eine individuelle Perspektive, das heißt um die Biografien einzelner geflüchteter Menschen und nicht um die Aufarbeitung kollektiver Phänomene. Insbesondere interessiert mich die Lebenswelt der Menschen, das heißt, das, was in ihrem Leben alltäglich passiert und was sie dabei erleben. Diesem Forschungsfokus liegt das Erkenntnisinteresse zugrunde, wie sich Ankommensprozesse von geflüchteten Menschen in Österreich gestalten. Da davon auszugehen ist, dass ein großer Teil der Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Österreich gekommen sind und in der kommenden Zeit noch nach Österreich kommen werden, längerfristig in Österreich leben, ist es daher von größter Bedeutung, Erkenntnisse darüber zu generieren, wie sich das Ankommen von diesen Menschen gestaltet und wie diese Menschen gut in die Gesellschaft eingebunden werden können. Das Ankommen von geflüchteten Menschen ist dabei jedoch nicht an Jahre oder eine bestimmte zeitliche Periode gebunden, sondern an eine Fülle unterschiedlichster Erfahrungen. Man kann daher auch von Erfahrungsprozessen sprechen, die ein Ankommen oder eben auch ein Nichtankommen von geflüchteten Personen beschreiben. Hiermit bin ich auch nun schon am Ende dieses kurzen Einblicks, den ich Ihnen geben wollte und möchte noch einmal kurz die Eckpunkte meines Projekts kurz skizzieren. Mein Promotionsprojekt beschäftigt sich mit biografischen Rekonstruktionen von geflüchteten Menschen in der Zeit des Ankommens in einem neuen Kontext, konkreten hier in Österreich. Das Ankommen ist dabei, wie gesagt, an keine bestimmliche zeitliche Periode gebunden. Vielmehr geht es hierbei um eine Ansammlung von Erfahrungen, die dazu führen, wann und ob jemand gut in einem neuen Kontext ankommt oder eben auch nicht. Konkret gesprochen versuche ich in diesem Projekt unterschiedlichste Erfahrungsprozesse in der Zeit des Ankommens zu rekonstruieren, um herauszufinden, was dazu beiträgt, dass geflüchtete Menschen gut in Österreich ankommen können und eine gute Anbindung finden und was dazu führt, dass es weniger gut gelingt. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mein Promotionsprojekt näher anzusehen und hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick in das Projekt geben konnte. Wenn Sie Fragen zum Projekt haben, können Sie sich gerne unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer kontaktieren. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und alles Gute.